Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Und ich habe meine Schränke jetzt ein bisschen gefüllt, mehr kann ich nicht, weil den Rest brauche ich noch. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch zurück in den Dungeon. Wir haben jetzt ein paar Heiltränke am Start, dachte ich eigentlich. Achso, die packt man da unten hin. Ah, LP-Trank. Kann ich da mehr als 5 reinpacken? Das ist doch hier die Frage aller Fragen. Nein, kann ich nicht. Schade. Wäre auch zu cool gewesen, um wahr zu sein. Ja, ja, so. Wir brauchen noch ein bisschen was, um unser geiles Schwert zu basteln, dieses große. Ich will halt wie so ein richtiger Krieger aussehen. Auch wenn es wahrscheinlich total falsch ist. Und ich wahrscheinlich nichts damit auf die Kette kriege. Aber ich will so ein Schwert haben. Ich will einfach so ein geiles Schwert haben. Ich finde es logischer, wenn man mit der Taste zuschlagen würde, anstatt mit A. Aber naja. Das sind so Sachen, die man sich, muss man sich gewöhnen. So, okay. Ach, hier kann man sich heilen. Cool. Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voll wertvoller Mineralien bleiben unangetestet, aber Lagerräume und Kisten mit unseren grundlegenden Geräten verschwinden regelmäßig. Ja, seltsam. Okay, hier kann ich mich ausruhen. Oh, verzieht euch bloß. Wartet ab, wenn ich mein riesiges Schwert habe und ich mit so einem komischen Mini-Dolch hier rumlaufe. Bin ich schon wieder halb fast tot. Man könnte behaupten, ich könnte das Spiel nicht spielen, weil ich zu doof bin. Aber wir tun es einfach mal nicht. Oh nein. Ah, ich kann dagegen laufen, ohne runterzufallen. Ah. Nur rollen geht wahrscheinlich nicht. Oh, easy. Hier ist ein Spalt, oder? Hm. Hätte ich gedacht. Vielleicht kriege ich noch Bomben oder so. Um das aufzusprengen. Gut, heilen will ich mich jetzt noch nicht. Wieso hast du 2 Punkte? Ach, bist du ein Level 2er Gegner? Ich will nicht, dass ihr runterfallt, Jungs. Ich will euren Loot haben. Ja, ein Kristall, nice. Und da war anscheinend nichts drin. Oh, das ist ein leichter Raum. Der gefällt mir. Da ist wieder ein Stufe 2 Gegner. Ja, gib mir den Stoff. Ah, oh, ja. Blut. Was ist das? Ich bin jetzt in Stufe 2. Oh mein... Ups, sorry. Ich habe das Schwert kaputt gemacht. Das ist einer... eines der seltsamen Geräte, die diese Kreatur hat fallen lassen. Weißt du, was ein Goldesel ist? So ungefähr funktioniert dieses Teil. Jeden Gegenstand, den man darauf platziert, verwandelt es in Gold. Super praktisch, wenn man etwas Gold für den Anhänger benötigt. Es sieht wie ein Spiegel aus, also nenne ich es einfach Spiegel. Je einfacher, desto besser. Ich frage mich allerdings, wohin die Dinge verschwinden, die man mit Hilfe des Spiegels in Gold umwandelt. Und kriege ich bei dem Tauschgeschäft überhaupt genug raus? Wahrscheinlich nicht. Okay. Aber wir können Sachen in den Spiegel tun, die werden dann verkauft. Interessant. Oh, cool. Wahrscheinlich währenddessen ich hier rumlaufe, kann ich Sachen verkaufen, die ich jetzt völlig unnötig erachte. Wie zum Beispiel die Stöcker. Ein Spiegel der Gegenstände. Oh, cool. Finde ich gut. So, die Stöcker sind wirklich... unwichtig. So billig. Klaut nicht mein Loot. Das ist mein Loot. Nein, nicht runterfallen. Au, der tut mir auch weh. Au, auf mir weh zu tun. Ich habe meinen Pool nicht mehr. Nein, der Kristall. Ah. Ich wollte es wenigstens versucht haben. Okay, nochmal so ein Story-Ding, ja? Heute wurden mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Genauer gesagt wurde ich von einem
einem irgendeinen Stein angegriffen? Kann man sich sowas vorstellen? Ein Stein, der sich von alleine bewegt? Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Lage tun würde. Ich habe ihm eine übergezogen. Er ist auf dem Boden zerbröselt und hinterließ ein steinernes Herz. Einen Kern, wie wir ihn jetzt nennen. Einer der vielen Schätze, die man nur in diesem Dungeon findet. Gefunden bei einer Wache, die man nur in diesem Dungeon antrifft. Jeder der Dungeons sticht durch sein einzigartiges Inneres heraus, als wäre er Teil einer eigenen Kultur. Hä? Interessant. Eine eigene Kultur, wer hätte's gedacht? Okay, zurück kann ich nicht. Schade, ich wäre gerne... Holy shit! Der kann sich bewegen, der Affe. The fuck? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Alter, hör auf dich zu wehren! Au! Das finde ich nicht nett von euch. Du dreckiges Subjekt. Ha! Hast du gedacht, ne? Ich benutze einfach mein scheiß Schild. Was willst du dagegen tun, ne? Holy shit! Ich mag dich nicht. So. Oh ja, die kann ich gut gebrauchen. Was machst du jetzt? Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstands blockiert. Okay. Zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand in der gezeigten Richtung. Das heißt doch, wenn ich den jetzt hier platziere, tut er nichts. Und das heißt, wenn ich den hier jetzt dahin platziere, dann kann ich den hier jederzeit dahin... Hä? Oder das ist... Ah. Das ist wahrscheinlich ein Fluch. Ich will es nicht riskieren. Oder vielleicht doch? Ah, das löst sich komplett auf. Oh, okay, okay, man muss gar nicht drauf achten. Sehr schön. Goldruhen. Danke für nichts, Spiel. Jetzt ist es zu spät. Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Jedes Mal, wenn sich niemand mehr in einem der Räume befindet, verschwindet er. An seiner Stelle finden wir dann einen identischen Raum, der völlig leergeräumt wurde. Passiert? Was ist das hier oben? Oh, sorry, ich habe irgendwas getötet. Und natürlich das Schwert kaputt gemacht. Ich hau dir eins rüber, du Drecksack. Man gewöhnt sich langsam ans Spiel. Immer weglaufen, Hit and Run. Und alles ist gut. Hehe. Mein Dude! Klau mir nicht mein Dude, oh mein Gott. Boah, scheiß Mopsi-Dinge, ey, ne? Ich hasse Mopsis. Da kommst du nicht gegen an, Freundchen, wa? Bist du zu groß? Also schön. Das heißt, ich muss echt darauf achten, dass ich richtige Gegenstände dabei habe. Fallenbogen ist natürlich schön, aber ich glaube, ich nehme Schwert und Schild als Zweitsachen. Einfach nur wegen Dingen, die ich nicht umbringen kann. Okay, Gegenstand bleibt verborgen, während du in einem Dungeon bist. Aber, wenn ich den hier nehme, kann ich die stapeln? Ja. Dann kann ich doch das hier auflösen und herausfinden, was das ist. Nein. Oh. Okay, es sind dämliche Goldnuggets. Naja. Oder Gießereireste. So. Das kommt dahin. Und das kommt darauf. Sehr schön. Oh, das sind dreckige Steine. Au! The fuck? Ich bin fast tot. Ah, jetzt der ohnmächtige Stein. Er muss irgendwo gegenfahren. Na komm. Fahr hier. Fahr gegen die Mauer. Ja, genau.
Das kann ich jetzt fallen lassen. Okay, hier könnte ich schon in die nächste Station. Will ich aber gar nicht. Ich will hier noch ein bisschen was erkunden, weil da sind natürlich die Typen wieder ein bisschen stärker. Und ich habe keine Heiltränke mehr, also würde ich gerne hier noch mal den Rest erkunden. Ah nein, Hass. Purer Hass. Ist auch noch so ein Stufe 2 Typ, ne? Der ist ein bisschen rötlicher. Okay. Ja. Ne, der hier ist schon Stufe 2. Der andere muss 3 sein. Huch. Okay, mein Amulett sagt mir, ich soll langsam zurück. Kann ich verstehen. Nice. Oh, ich kann nichts mehr tragen, doch. Ich dachte schon. Okay, wir gehen gleich eh zurück. Was haben wir hier? Zerstört bei der Rückkehr einen Gegenstand dieser Richtung. Flucheffekt eines Blockgegenstands wird aufgehoben. Können wir das so machen, ne? Ach, wieder die Dinger. Kannst du dich nicht stapeln? Einfach, weil ich es kann? Ach, da gehen nur 5er Stacks. Okay, da gehen nur 5er Stacks. Okay, ja. Soll ich noch einen Raum? Ich könnte jederzeit sterben. Ich gehe zurück. Die Gefahr zu sterben ist zu hoch. 300 hat mich das gekostet. Ha! 1 Milliarde Gegner besiegt. Nice. Und ich kann mir neue Tränke brauen. Ganz schön viele. Ich freue mich. Ich muss sagen, diese Folge ist auf jeden Fall sehr erfolgreich verlaufen. Wir können uns auf jeden Fall demnächst schon freuen über ein neues Schwert. Wir gucken mal, geht das schon? Na, wir brauchen noch 3 von diesen scheiß Zapfendinger da. Ich könnte mir den Bogen herstellen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich muss eigentlich auf Verteidigung setzen, ne? Ich kann noch weiter runter. Oh, 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 oh. Geht das hier auch? Nein. Ach, Rüstung ohne Ende. Lol. Wer hätte es gedacht? Also, was haben wir denn hier? Laufgeschwindigkeit plus 8. Oder mehr Verteidigung. Ich denke mal, Laufgeschwindigkeit ist ganz gut. Auf Verteidigung kann ich ja nicht verzichten, weil später werde ich nicht mehr getroffen, wenn ich das Spiel gut beherrsche. Achso, ich habe keine Materialien dafür. Ich sollte aber zuerst mein Schwert fertig machen. Ja, das habe ich doch schon, Schwert und Schild. Das muss ich ja nicht nochmal machen. Ich brauche ja endlich das hier als nächstes, ne? Glaube ich zumindest. Warum ist hier so ein I? Gibt es hier was Neues? Keine Lust mehr in Dungeons nach Gegenständen zu suchen? Überlass die Arbeit lieber den Profis und besuch Le Marchand, Le Marchand. Denn das Leben ist anstrengend genug. 5500, aber da könnte ich mir Sachen jetzt zum Beispiel kaufen. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Ja, Rüstung ist natürlich schön gut. Oh, ich hätte wirklich gern zuerst das Schwert. Und es bringt ja nichts, das hier zu machen. Trainingskurzschwert. Wie heißt denn mein Kurzschwert? Trainingskurzschwert, ja. Klar. Also habe ich schon das Richtige. Das heißt, darauf muss ich nicht mehr achten. Ich könnte da schon bereits Level 2 gehen. Ja, dafür brauche ich irgendwie so eine Peitsche. Kriege ich wahrscheinlich vom Boss. Da brauche ich auch die Peitsche. Aber da gehe ich sowieso in die untere Richtung. Also auch wenn das hier mehr Schaden macht, ich will ein geiles Schwert haben. Guck mal, wie geil das Schwert hier aussehen könnte. Na gut, was machen wir jetzt? Rüstung oder Nichtrüstung? Das ist hier die Frage. Nein, ich will zuerst das Schwert fertig machen. Ach, wir machen zuerst das Schwert fertig. So, ich würde sagen, wir gehen kurz schlafen und dann widmen wir uns dem Verkauf. So. Habe ich noch mehr Stöcker? Nein. So. Okay, was will ich behalten? Ich will das dicke Holz behalten. Ich will das Zeug behalten. Ich will das behalten, wobei das kommt ja in die andere Truhe.
Ah, ich hatte noch Potions. Ach so, nee. Alles gut. So, das muss ich behalten. Und das Zeug muss ich behalten, ne? Der Rest kann, denke ich mal, verkauft werden. Na, nicht ganz. So. Dann packen wir hier auf jeden Fall erstmal die Linsen rein. Wie sah das hier aus? 100. Aber 100 haben sie sich in Keks gefreut. Ach, da sehen wir auch, dass der Wert gestiegen ist, ne? Da ist ein Pfeil nach oben. 5. Ja, dann machen wir hier 6 draus, ne? So, und dann verkaufen wir noch. Ups. Ach, das geht von hier aus auch. Cool. 110. Da haben die sich nicht auch noch einen Keks gefreut, ne? Machen wir 115 draus. Okay. So. Würde ich sagen, packen wir hier noch ein bisschen was in die Truhe, wie zum Beispiel das hier und dann gehen wir erstmal schlafen. Ein neuer Tag, Freunde. Heute machen wir den Laden auf. Ups. Ich verkacke das jedes Mal, ne? Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Heute wird verkauft. Alles Zeug, was ich gefunden habe. Wunderschönes Zeug. Zeug aus allen Welten. Aus allen Welten dieser Welt. Aus allen Ländern, wollte ich eigentlich sagen. Sag mal, seid ihr zum Knutschen hier gekommen? Ihr sollt was kaufen. Da freut sie sich. Ja, gib mir Stöcker für den Höchstpreis. Ja. Yeah. Guck, da freut sie sich auch. Haha. Gib her den Scheiß. So, wo befinden die sich? Bei Hartstall und Stoff. Stoff habe ich schon verkauft? Für 170. Das heißt rein theoretisch 220 oder 230. Und du auf jeden Fall für 190. Und bei dir machen wir wirklich irgendwie 210 so. Ja, da freuen die sich. Extra teurer gemacht für euch. Hihi. Ach komm. Noch immer noch zu billig. Warte, wenn das aber zu billig ist, dann ist das hier erst recht zu billig. So, was habe ich noch am Start für euch? Ich habe diese Wassersphäre für euch. Unter Golemkern. Die haben wir für 85 richtig billig verkauft. Den haben wir schon für 110 verkauft. Ja, ist ja klar. Eigentlich müssten wir hier schon über 110 sein. Und hier schon über 100. Obwohl rein... Wenn ich hier für 110 verkauft habe, und das hier ist auf Platz 22, hätte ich ja noch teurer verkauft. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ja, komm. Das war jetzt 110, ne? Da steht er ja auch. So, und dann haben wir hier... 55 war noch richtig billig, ne? 115 haben wir das hier verkauft. Sagen wir 200 Wasserlampe. So. Bald gehen wir die Kunden, glaube ich, aus, ne? Aber so langsam gewöhnt man sich so an das Verkaufen, wie das Ganze funktioniert. Das freut mich, dass das alles hier vorankommt. Oh. Oh, scheiße. Egal, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Ich werde hier leergeräumt. Hier, nimm. 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 Habe ich noch was zu verkaufen? Ich habe noch zu verkaufen für 115, ja? Obwohl, der Wert muss hier auch gestiegen sein, oder nicht? Machen wir 120. Rein theoretisch müssten die 120 nicht annehmen. Außer wenn der Fall bedeutet, dass der Wert gestiegen ist. Wie 130 ist zu viel. Ja, siehst du mal, das hat funktioniert. Ach, ist das schön. Konnte den Wert steigern. Wie? Aber ich habe das Ding doch schon mal verkauft für 110.
Leute, ich bitte euch. Ach, der hat keine Wertsteigerung. Ach, na gut. Zu spät realisiert. Komm, ein Kunde, ein Kunde. Oh, jetzt, sie kommt wieder. Sie kommt wieder. Sie hat gesehen, dass ich den Preis geändert habe. Ja. So, alter Opa, verzieh dich. Wir haben geschlossen. Wir haben mein ganzes Zeug jetzt verkauft. Verpisst euch aus meinem Laden, ey. Ihr habt hier nichts mehr verloren. Nur Opa. Ist zu. Siehst du, ist zu. So. Sehr schön. Wie viele Kunden hatten wir? 13. Zwei mehr als gestern. Popularität. Ah, das ist die Popularität. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Na gut, 2000 Gewinn gemacht. Ich würde sagen, das kann sich definitiv sehen lassen. Und damit gehen wir schlafen. So, und weil wir heute so zeitig natürlich wieder zu Hause angekommen sind, würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und vielleicht schaffen wir es dann noch ein bisschen tiefer in den Lunchen rein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.